Der Haus ist Staub zusammen mit einer grossen Familie. Der Göttibub ist dabei, der Werner, der Tochter Daniel, der Jean-Pierre, der Sohn und der Urenkel. Der Colin hat auch noch mitgespielt. Was für eine Leistung. Hausi. Grüß dich, Nicola. Danke vielmals, dass jetzt du für uns gespielt hast. Da auf der das Bühne. Mache ich natürlich gerne. Das ist auch Lebensfreude, wenn du noch ein bisschen Musik machen kannst. Ich sage, es ist eine Lebensfreude, wenn man so einem Mann wie dir zuschaut, so viel erlebt, so lange aktiv. Jetzt hier mit der ganzen Familie und sogar mit dem Urenkel, sind ihr da jeden Abend noch ein bisschen miteinander am Spielen, oder? Ja, nein, da nicht gerade, oder? Aber ich spiele noch oben ab und zu, weil wir zu Brück im Bahnhöfli, Brück bei mir im Bahnhöfli, jeden zweiten Sonntag im Monat haben wir dort einen Stubberten und da kommen manchmal 30 Musikanten und dort spiele ich natürlich gerne und die haben wir gerade morgen, Nicola am Bau. Magst du denn du mal schon wieder? Ja, das machen wir morgen wieder ein bisschen dran, ja. Oder wenn du jetzt so zurückschaust auf die riesige Karriere, ich meine, es gibt so viele Schweizer Orgel im ganzen Land, da boomt ja riesig das Instrument und da bist du ein wesentlicher Bestandteil, dass jetzt so viele Leute das Instrument spielen, ist man da ein bisschen stolz? Ja, gut, ich habe früher mit dem Lorenz gespielt und Arthur Brücke war mein Vorbild gewesen. Der hat mich natürlich, mit dem habe ich das erste Schweizer Orgel bekommen, das heisst ja immer Fernsehen, und ich habe mir ein Schweizer Orgel geschenkt. Und nachher habe ich natürlich daheim büffelt. Nach 3 Wochen habe ich mit in meinem Radio gespielt. Nach 3 Wochen Schweizer Orgel spielen? Ja, aber gut, ich habe sekundiert, aber da ist doch der Kölicher noch gesehen und dann ist das... Er hat es mich einfach verwünscht. So seitdem bist du im Örgli treu geblieben. Und dann bin ich im Örgli treu geblieben. Ich habe nachher 40 Jahre Ruchtdienst gehabt und meine Brüder. Und wir haben natürlich auch die schönen Stunden erlebt. Auch die ganze Welt gesehen. Mit dem Wiesel. Und das ist natürlich auch der schöne, du sättige Souvenir hast, das ist ganz klar. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch ein kleines Souvenir mehr haben können beisteuern können. Danke vielmals, sind ihr alle miteinander hergekommen. Hausi, geniesse es noch ein bisschen. Genau. Und da ist jetzt dein Applaus. Merci vielmals und alles Gute. Hausi, Strahl.